überhaupt nichts mehr. Das Beste ist, was wir machen können, ab. Okay. Das war's mit dem Abhauen. Dann kaufen wir uns jetzt das hier ein bisschen. So, irgendwas haben die gerade geschrieben. Im Alle-Chat. So, was war da jetzt? Wer ist ja alles tot? Wir sind alle tot und von denen leben noch drei. Das finde ich scheiße. So, wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen da mal hin. Und mal sehen, vielleicht können wir hier was gegen Warwick ausrichten. So, schauen wir mal. Und fress mal hier gleich wieder Minion. Und zack, wieder ein bisschen Schaden. Wir brauchen unbedingt mehr Schaden für Riss. So. So, haben wir wieder ein bisschen mehr bisschen Goldkohl bei den Minions. Ah, Mist, ich Idiot. Hab die ganze Zeit vergessen, die Warts zu kaufen. Jetzt haben wir den Turm zerstört. Kartus macht wieder Schaden an uns. So, und gleich können wir wieder was fressen. Nee, hauen wir lieber ab. Zur Mitte. Und mal sehen, vielleicht können wir unterwegs einen Minion oder sowas töten. Irgendwas Wertiges. So, machen wir mal hier. Und dann fressen wir. Das finde ich super. So, schauen wir mal, wer wird hier. Wer killt hier wen? Oh, die mich, wenn ich nicht sofort abhaue. Ja, sie haben mich gekillt. Tja. So, für diese Rüstung des Beschützers hat es gereicht. Für Gefrorenes jetzt noch nicht ganz. 300 Gold brauchen wir dafür noch. Wenn dieser Warwick nicht aufgetaucht wäre, mich hätte interessiert, wer gewonnen hätte. Ich oder Darius. Also dieser Kali ist scheinbar bloß am Flamen. Und den Philistics geht es jetzt schon ziemlich auf die Nerven. Und offenbar... Ja, die regen sich... Ich glaube, die regt sich über mich auf. Aber ich verstehe nicht genau, was sie mit Trollpick meint. So, jetzt mal wieder zwei davon. Was ist eigentlich das? Ach, Zähigkeit ist das. So, jetzt bleiben wir hier mal am Turm. Leider keinen davon erwischt. Und... Nein, jetzt hau ich hier ab zum nächsten. Ist besser. Verdammt, ich hab da irgendwie was vollkommen falsch kalkuliert gehabt mit meinem Riss hier. Aber jetzt habe ich beide erwischt. So, irgendwer ist da und tot. Ich weiß gar nicht wer. Wie oft sind wir denn schon gestorben? Erst viermal. So, jetzt haben wir... Boah, das hat viel Schaden gemacht. So, und hier jetzt nochmal ein Kartus. So, und jetzt bloß schnell weg hier. Ja, das hat viel Schaden gemacht. Wow. Sehr viel Schaden sogar. So, wir porten uns mal zurück. Das ist wichtig.
Denn mit so viel Leben und fast keine Mana bringt es überhaupt nichts. Wir kaufen uns hier jetzt das gefrorene Herz. Und Geistessicht ist dann offenbar auch noch sehr wichtig. Das kaufen wir uns als nächstes. So, und jetzt hier los. In die Mitte. Jetzt haben sie unten einen Turm zerstört. Und fressen. Ja, yeah, so gefällt mir das. So, soll ich hier jetzt weitergehen oder nicht? Der potzt sich zurück. Alkali. Ja gut, die will offenbar weiter. Fast. Den habe ich noch erwischt. Hier Dornen. Oh, oh, oh. Sofort weg. Mist. Tot. Kaufen wir uns das hier mal wieder ein bisschen mehr Leben. So. Jetzt regt sich die Alkali auf, dass keine Mitte war. Es stimmt nicht ganz. Sie war Mitte und ich war auch Mitte. Wie viel Gold brauchen wir denn? 375 für das nächste. Nochmal ab. Ein wenig Abklingzeiten. Jetzt haben wir auch schon York ID. Und 45 Sekunden für Fraß. So, und jetzt haben wir wieder Heimwacht hier. Also dieses Heimwacht finde ich echt super. Ja, die Tristana regt sich jetzt auch gerade auf. So. Wir sollten unbedingt abhauen hier. Jetzt kommen sie. Oh, verdammt. Aber ich habe noch einen Zauber machen können. Ja, und ich gefall der Alkali auch nicht. Ja, ich weiß, ich gefall mir auch nicht selber. Ich habe noch keine richtige Runenseite für Joe. Ich habe noch keine richtigen Items für Joe. Also für Joe Gast. Und wenigstens die Meisterschaftsseite habe ich schon. Und das Gameplay habe ich aber auch noch nicht für Joe Gast. Also das muss ich auch erstmal rauskriegen. Mit dem hat sie schon recht. Ich spiele wahrscheinlich ziemlich scheiße im Vergleich mit vielen anderen Joe Gast. Aber ich finde, fürs erste Mal spiele ich nicht allzu schlecht. Unbedingt abhauen hier. Verdammt! Gut, fix hier. Ich hätte nicht gleich so weit reinfolgen sollen. Jetzt hat der Kali den Kill für Darius gekriegt. Ich wollte ihn haben. Egal. Eigentlich wollte ich ihn ja mit Fraß haben. Ich muss unbedingt mehr Einheiten killen. Weil... also mit Fraß. Weil das gibt uns ja viel mehr Leben. Und wenn wir, je mehr Leben wir haben, desto schwerer sind wir zu töten. So, schauen wir mal. Kommen wir da hoch? Denen nicht zu helfen? Oder geht... oder haben wir schon zu spät? Ich glaube, wir haben es schon zu spät. Gut alleine. Ich weiß gar nicht, wer da sonst noch alles ist. Wir gehen mal lieber mal hier rein und töten die da. So. Ja, sie wollen nicht mehr, dass ich alleine sterbe. Und... darauf habe ich auch keine Lust, aber ich sterbe nie alleine. Mindestens einer ist da und bei mir. Oder nicht? Hä? Wieso ist jetzt mein... wieso ist das jetzt nicht mehr aktiviert? Ah, jetzt. So. Jetzt helfen wir denen da.
Und jetzt holen wir uns hier den Fraß. Haben wir schon mal zwei. Dann helfen wir denen hier. Okay, die gehen irgendwo anders hin. Dann gehen wir auch hin. Ich glaube, die gehen jetzt in die Mitte. In 20 Sekunden haben wir Fraß wieder verfügbar. Dann können wir uns hier einen neuen Stack holen. Also dann haben wir drei. So, Dornentod skillen. So, denen folgen wir jetzt. Was jetzt? Ja gut, dann töten wir hier jetzt mal den da. Vorher aber ein Fressen, damit wir ein Ding haben. Stack. So. Wo ist eigentlich unser fünfter Mann? Ach, ich bin unser fünfter Mann. Ich habe mich nicht mitgezählt gehabt. So, jetzt. So, jetzt haben wir vier Stacks. So, schauen wir mal, dass wir den hier... Und zack, den killen wir noch. Und die hat Wen gekillt. Ah, Mist, das war jetzt... Ah, Mist, und den Pilz auch noch. Den kriegen wir nicht mehr. Den kriegen wir nicht mehr, glaube ich. So, ich würde hier jetzt lieber abhauen. Das sind wirklich überall diese Pilze vom Timo. Porten wir uns doch mal zurück und kaufen uns was Schönes. Okay, oder auch nicht. Die wollen da... Volle Kanne Timo erwischt. Ah, Mist! Und, kriegt sie noch? Nein, kriegt sie nicht mehr. Wir hätten uns eindeutig zurückporten sollen. Das wäre viel besser gewesen. Mich interessiert übrigens gerade 58 Leben kriegen wir pro getötete Einheit wieder. So, der Turm ist verloren. 30 Minuten spielen wir jetzt schon. Und der Shen hier, der stirbt, wenn er Pech hat. Ja, er ist tot. So, jetzt sind sie hier in die Basis gekommen. Das schaut nicht wirklich gut aus für uns. Ah, das war schon unklug. So, holen wir uns hier wieder und dann machen wir einmal so. Wieso sind die eigentlich jetzt da draußen? Die sterben doch. Sag ich doch, die sterben. Tja, jetzt haben wir zumindest drei. Shen kommt auch noch. Die Akali ist jetzt für 40 Sekunden tot. Und ich brauche einen Minion. Was die Akali schreibt jetzt, schreibt jetzt, sie ist AFK. Wenn sie das sein sollte, ist das Spiel natürlich so ziemlich verloren und ich werde sie reporten. So. Jetzt haben wir hier wieder drei Stacks. Schauen wir mal weiter. Ach komm. Haben wir lieber hier wieder. Okay.
Unbedingt abhauen. Okay, ich habe nochmal alle hochgeschlossen, aber das hat trotzdem nichts gebracht. Jetzt haben wir hier Geistersicht, jetzt haben wir hier alle Gegenstände, da haben wir sogar schon was Besseres. Offensive oder defensive Gegenstände. Ich würde mit Shugas gern offensiv spielen. Und da hole ich mir jetzt hier das Höllenzepter. Also den Zauberstab als erstes, was macht das überhaupt? Oh, das ist super. Ein Verbündeter wurde getötet. Ah, das schaut ziemlich schlimm aus. Ich glaube, ich werde überhaupt nicht dazu kommen, das zu schaffen. Naja, aber die Statistik für mich schaut dann nicht wirklich schlecht aus. Was meint ihr? Ich lebe noch, aber wir haben verloren. Tja, also das erste Spiel mit Cho'Gath verloren. Ich werde mich natürlich mehr mit ihm beschäftigen, noch ein bisschen trainieren mit ihm und so. Und ich hoffe, ich werde dann viel besser. Ich werde natürlich auch bessere Gegenstände für ihn suchen, also gute Gegenstände. Schreibt's doch mal in die Kommentare, was würdet ihr denn wollen, welchen Champion ich nach Cho'Gath spiele? Was würde euch interessieren? Welchen Champion würdet ihr mich gerne spielen sehen? Denn diese Entscheidung liegt bei euch für den vierten Champion. Also, ciao!